Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren fetten Folge von Assassin's Creed Odyssey. Yeah! Wir machen mal hier tödliche Tugend. Dabei ist wohl irgendwas mit Philosophen. Wir haben noch so viele, ich kann es dir mal zeigen. Nebenmissionen. Hier. Aufträge. Wahnsinn, was da jetzt so abgeht. Wir machen das mal, weil mir das hier ganz gut gefällt. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Support das Kamerad, ihr wisst ja, wie es läuft, ne? Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare, würde mich tierisch freuen. Let's go. Es ist menschlich, den Krieg zu fürchten. Lass ihn ihren Frieden. Der Abtrünnige muss sterben. Okay. Dessen bin ich sicher. Aber die Frau? Es ist nicht an mir, über ihr Schicksal zu entscheiden. Der Befehlshaber der Athener sollte jedoch von diesem Verrat erfahren. Und ich soll ein Exempel an diesem Deserteur statuieren. Lob und Anerkennung, wenn du einschlägst. Tust du's? Da hast du aber Glück. Ich habe mich schon darum gekümmert. Ausgezeichnet ausgeführt. Ja. Ich glaube, das gehört okay. Dir. Das Danke. Ging ein bisschen schnell. Dann schauen wir mal, was in der Nähe ist. Es war ja jetzt nicht die schwerste Quest, einfach was abzugeben. Griechische Welt, schieße viel über die Ziele ab. Okay, das ist weiter weg. Machen wir das hier. Kopfgeld für die Söldnerin. Let's go. Tim, 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 tidelim. Und was geht bei euch ab? Huiuiui, ein weiter Fußmarsch. Er ist schon völlig erschöpft, der Arme. Aber da muss er jetzt durch. Waren wir hier nicht schon? Ups. Okay, hier geht's doch nicht hinein. Ich hab gedacht, hier wird's. Ich verstecke mich lieber. Nö. Ist irgendwo ein Weg nach oben? Ja. Dann bin ich doch nicht falsch. Ach ja. Die Dolche haben wir uns auch gegönnt. Ich kann dir mal kurz zeigen. Die hier, die sind auch schon Stufe 11. Hierfür muss ich noch ohne Ende sammeln. Für den Speere auch, also. Behalten wir erstmal die Dolche. Sind ganz nice zum Kämpfen. Muss man natürlich auch dazu sagen. Erstmal ein bisschen hier Kletter-Action. Oh. Da muss er ein bisschen hangeln. Aber hier waren wir doch schon. Hier haben wir doch schon alles ausgeschaltet. Was soll denn hier noch sein? Ah, ich wollte... Was war das denn für eine komische Aktion jetzt von ihm? Ja. Oh, shit. Ja. Zack. Ratzfatz hier. Tod bestätigen. Haben wir. Öffne das Söldnermenü. Ah, okay. Kann man mal bei drin behalten. Das ist das Söldnermenü. Was ist ja. Achso. Ah. Die Reihe der Toten, okay. Ist ja auch in der Nähe.
Alles, was in der Nähe ist, finden wir gut. Warum ist denn das so weit unten? Oh, hab ich mich erschrocken. Okay. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Soll doch mit dem sprechen. Hey, weißt du, dass wir schon bald neue Unterkünfte kriegen? Nein. Hi. Ich habe selbst gehört, wie der Du hast eine Nachricht hinterlassen. Erzähl mir mehr. Ein spartanisches Schiff wurde vor der Küste versenkt. Die Krieger an Bord werden nie wieder einen Kampf sehen. Aber ihre Waffen vielleicht. Auf dem Schiff befand sich eine Truhe mit ihrer Ausrüstung. Dann hol sie dir. Spartaner sind nicht dazu gemacht, Haie in diesen Gewässern zu bekämpfen. Warum denn nicht? Das heißt, ich soll all diese Haie erlegen. Ja, Moinsen. Ja. Der Haijäger. Bin dabei. Gut. Bitte beeil dich. Auch noch. Überlass das mir. Erledige die Haie. Was soll ich denn sagen? Put, 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 Haichen. Wo sollen denn die Haie sein? Fragen wir mal so. Soll einfach willkürlich hier irgendwelche Haie töten? Steht ja noch nicht mal auf der Karte. So, töte Haie. Hund. Haha. Schauen wir mal. Da ist einer. Yeah! Schwimm nicht weg. Nicht wegschwimmen, Haischen. Hier, Leckerchen. Komm her. Zwei. Yeah! Ist er weg. Jetzt heiß ihn weg. Oh mein Gott! Ein Wal! Also unter Wasser sieht man ja gar nichts. Ja! Na, nicht wegschwimmen. Leicht gemacht. Jetzt ist da hinten ein Hai. Alter, das ist ja nicht dein Ernst, ich muss so ein kleines Schiff haben. Ich kann nicht mit meinem dicken Schiff fahren, ich nehme hier einfach so ein Handelsschiff. Geh auf Haijagd. Auf Krise. Alter, das gibt's halt, ich schwimme jetzt nicht 8 Stunden entlang. Dann nehmen wir mal das Schiffchen. Ein kleines wäre mir lieber, aber wir nehmen auch das große, kein Problem. Falls wir es überhaupt nehmen können, das wissen wir auch nicht. Wer weiß. Auf Haijagd, ehrlich. Da hätten wir wenigstens ein Schiff geben können. Oder war da eins? Ich hab's vercheckt wahrscheinlich. T.
hier den... Na, schauen wir mal. So, meine Lieben, ich sehe da hinten ein kleines Schiff. Mit dem gehen wir auf Haijagd. Ah, da ist auch einer. Aha. Hallo. Heißchen. Nicht abhauen. Komm schon. Das sind zwei, oder? Einer. Ach, egal. Schade. Aber wenn wir das Schiffchen haben, können wir ja schnell rausspringen und ihn erlegen. Komm schon. Kannst du nicht mit einem Pfeil und Bogen irgendwie versuchen zu treffen? Na, komm. Jetzt wird nichts mit Pfeil und Bogen hier. Mann. Acht Stunden später ist man endlich angekommen. Jetzt zack geht das Schiff weg oder so, fährt's weg. Nein, nein, perfekt. So, Kommando übernehmen. Kann ich Hai rammen? Ich brauche ein größeres Boot. Nein. Braucht man nicht, wir wollen Haie jagen, dafür brauchen wir kein großes Boot. Und schwupp ist er weg. Soll ich sie denn verfolgen? Das ist doch nicht euer Ernst. Hier im Dunkeln. Wo ist er hin? Aha, okay. Mit Pfeil und Bogen geht's. Ey, heiß hier, nicht abtauchen. Komm, bleib oben. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn es hell ist, dass man hier was gucken könnte, aber... So wird's schwer. Aber immerhin schon 2 von 5. Ich sollte besser nicht so weit raus. Huh. Huh. Ich sollte besser nicht so weit raus. Zack, Schiff kaputt. Und jetzt sind wir hier hell hier, Mann. Gibt's doch nicht. Ich schwimme ihnen hinterher, das bringt ja gar nichts. Jawolski, er hat angebissen.
Könnte man nicht eigentlich rein theoretisch auch unter Wasser Pfeil und Bogen machen? Obwohl, nee, ne? Die Reibungskraft, das wird nicht klappen. Ja, interessant. Das ist irgendwas Großes, oder? Oder auch nicht, das war einfach nur dunkel. Schön die Unterhose zu gutachten. Alter, wie tief waren wir denn? Das war tief. Jetzt sind wieder keine Haie zu sehen. Der Klassiker. Ist ja schwerer als ich dachte. Ich dachte, ich gehe ins Wasser, tausende von Haien. Nehmen wir uns noch mal so ein kleines. Bleiben aber dann mehr in der Strandregion. Oh, einen neuen Hafen entdeckt. So lobe ich mir das. Oh, ein bisschen die Viereck-Taste spammen. Nee, hoch. Kommando übernehmen, ja. So, einmal Wendemanöver im Hafen. Und jo, gehen wir auf Heiljagd. Dieses Boot eignet sich eher für flache Gewässer. Ist doch flach hier. Ich darf doch wohl hier am Rand fahren, oder? Spiel, das soll doch erlaubt sein. Wie soll ich denn sonst Haie finden? Oh oh. Ha. Ha. Da hinten ist einer. Ah, alles klar. Okay, dann belassen wir es dabei. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie der Rest geht. Ich werde die Haie noch töten. Und dann komme ich mit dem nächsten Part. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschalten. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.